Hey Leute, was geht ab? Anime Drip hier. Ich hoffe, es geht euch allen soweit sehr gut. In diesem Video geht es, wie ihr auch schon in der Überschrift lesen könnt, um die Otsutsukis. Besser gesagt, um das Problem mit den Otsutsukis. In diesem Video werde ich etwas kritischer als sonst und auf das Problem eingehen, was viele Zuschauer mit den Otsutsukis haben. Keine Angst Leute, ich liebe zwar Naruto, aber bin Boruto nicht negativ eingestellt. Ich habe auch auf diesem Kanal das ein oder andere Video zu Boruto mal hochgeladen. Zugegebenermaßen muss ich auch wirklich sagen, dass es echt nicht so viele sind, aber ein paar sind auf jeden Fall mit dabei. Auch in nächster Zeit werde ich einige Boruto-Videos machen, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ehrlicherweise muss ich sogar zugeben, dass der Manga mir sogar echt gut gefällt. Nach dem Boruto Timeskip ist das für mich ein komplett anderer Manga geworden. Zudem gefällt mir Boruto und ich mag auch den Charakter. Auch Kawaki ist gut geschrieben, auch wenn er mir in letzter Zeit etwas wie ein Nebencharakter rüberkommt. Doch man darf nicht vergessen, dass es auch dem Umstand geschuldet ist, dass einfach danach noch mehrere Charaktere dazugekommen sind. Ich meine, der ganze Fokus war auch auf diese Shinshu-Kreation gewesen. Vorab ist es zu erwähnen, dass ich hier den ein oder anderen kleinen Spoiler mit dabei haben werde. Ich versuche das Video aufzunehmen, ohne irgendwelche Spoiler zu benutzen. Aber seht es mir bitte nicht nach, wenn ich am Ende doch etwas sage, was ihr vielleicht vorher nicht wusstet. Ich zu meinem Teil muss ehrlich sagen, dass ich Spoiler liebe, ich habe gar kein Problem damit. Aber wenn andere damit ein Problem haben, dann schaltet doch bitte hier ab. Ansonsten gibt es noch zu sagen, für mehr solcher Videos abonniert doch gerne diesen Kanal und joint doch gerne meinen Discord-Server. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr Bock habt auf mehr Boruto-Videos, lasst es mich gerne wissen. Doch genug dazu und viel Spaß mit dem Video. Also, womit soll ich anfangen? Zuallererst fangen wir doch einfach mit der Einführung der Otsutsukis an. Und der erste Otsutsuki, den wir wirklich das erste Mal gesehen haben, war Hagoromo. Viele Kapitel zuvor wurde auch Hagoromo indirekt erwähnt. Zwar nicht direkt als Hagoromo Otsutsuki, aber indirekt als Sage of Six Path. Wir sahen halt Hagoromo das erste Mal wirklich in Aktion, als er mit Naruto und Sasuke interagierte und ihnen einen Teil seiner Kräfte gab. Dies hat er getan, damit sie gegen Madara kämpfen können, denn Hagoromo hatte die Befürchtung, dass Kaguya ausbrechen könnte. Um dies zu verhindern, sollten die beiden Madara besiegen, doch das ist eben nicht passiert, denn sie haben nicht die Rechnung mit Zetsu gemacht. Und wissen dann alle, was danach passiert ist. Am Ende ist Kaguya aufgetaucht, der letzte Endboss in Shippuden. In diesem Video will ich euch nicht mal groß erzählen, wie die Story verlaufen ist, denn ich denke mal, dass ihr alle die Story kennt. Ich denke mal, ihr habt alle Shippuden gesehen. Zudem gehe ich auch mal stark davon aus, dass ihr mindestens den Anfang von Kinshiki und Momoshiki mitbekommen habt. Und genau zu diesen beiden Charakteren möchte ich jetzt mal kommen. Ich will hier gar nicht mal auf ihre Kräfte an sich eingehen, denn ich glaube, jeder, der mich verfolgt, weiß, dass der Manga sehr klar zeigt, dass Kaguya Angst vor den beiden hatte. Das wurde sowohl im Manga dargestellt, als auch in den Novels so gesagt. Selbst wenn du sagst, dass Kaguya stärker ist als Momoshiki, dann ist aber Fuse Momoshiki genau das, wovor sie Angst hat. Denn Fuse Momoshiki ist Momoshiki mit Kinshiki fusioniert. Also auch genau das, wovor sie gewarnt hat. Ich habe auch mal dazu ein ausführlicheres Video gemacht und verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Auch da bin ich explizit auf die ganze Thematik eingegangen. Falls ihr Bock habt, dann schaut das Video doch gerne nach diesem Video mal an. Und auch hier haben wir schon das erste kleine Problem, das ist das Power Scaling. Normalerweise macht es Sinn, dass Charaktere mit der Zeit immer auch stärkere Gegner treffen. Ich meine, das ist in Shonen Jump üblich, sei es in One Piece oder Dragon Ball. Nur in Naruto scheint es so, dass sich viele damit nicht anfreunden können. Und das ist halt auch der Grund, wie das Ganze dargestellt wird. Und wenn man sich ehrlich ist, wenn man sich die Serie nur anschaut, dann macht es zunächst den Eindruck, dass Momoshiki und Kinshiki echt nicht mehr viel gezeigt haben als Kaguya. Von dem, was wir bei Kaguya gesehen haben, war schon viel beeindruckender gewesen. Ich meine, es geht nicht darum, dass sie jetzt stärker ist oder sonstiges, es geht einfach nur um die Darstellung. Doch hier muss ich mein offizielles Statement von Kishimoto herholen, damit ich euch das Ganze erklären kann. In einem Interview wurde Kishimoto mal gefragt, welche Herausforderung er hat, den Manga zu kreieren und zu schreiben. Hier meinte er, dass seine größte Herausforderung es ist, die neue Generation in den Vordergrund zu stellen, da Naruto und Sasuke so stark geworden sind, dass es ihn hier vor Probleme stellt. Hier sagt er, dass die Gegner immer stärker und stärker werden, aber eben die neue Generation rund um Boruto ihre Momente bekommen muss, weshalb Kishimoto versucht, den Kräfteunterschied so klein wie möglich zu halten. Man kann auch hier das Statement anders verstehen, weil hier nur davon gesprochen wird, dass die Kämpfe größer und größer werden. Dennoch darf man nicht vergessen, dass kurz zuvor über die Kraft von Sasuke und Naruto gesprochen wurde. Außerdem haben wir kein Statement, dass sie schwächer wurden. Es gab glaube ich einmal ein Statement von Kurama, wo er gesagt hat zu Naruto, dass seine Kraft eingerostet ist, beziehungsweise seine Battle Sense. Aber das heißt nicht, dass er schwächer wurde. Kishimoto versucht eben den Kräfteunterschied der beiden Generationen klein zu halten. Das hat er schon von Anfang an gemacht. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Fan von Boruto Power Scaling, denn das Scaling ist nicht gut und hat viele Widersprüche. Ich finde, das Meister hat schon im 4. Shinobi-Krieg angefangen. Die Novels hingegen erklären die Kräfte der Otsutsukis gut. Aber ich kann nie viele verstehen, wenn die der Meinung sind, dass die Darstellung echt nicht gut ist. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich auch der Meinung bin. Auf eine weitere Sache, auf die ich eingehen will, ist die Darstellung der Otsutsukis bzw. die Tiefe der Charaktere. Ich habe auch schon mal in einem Livestream bei mir mit einem anderen Zuschauer darüber diskutiert. Damit ihr keine Livestreams mehr verpasst, aktiviert gerne die Glocke. Hier hat ein Zuschauer einfach nur gesagt, dass die Otsutsukis keine Vorgeschichte haben und einfach gar keine Tiefe, so wie Naruto Shippuden oder Naruto Classic. Ich meine, schaut euch mal Nagato, Madara oder sonstige mal an, die hatten so eine geile Geschichte gehabt und waren einfach wirklich keine Bösewichte, obwohl das Bösewichte waren. Ich meine, ihre Absichten waren am Ende des Tages trotzdem immer noch gut. Daher muss ich auch hier sagen, dass ich das absolut verstehen kann, wenn andere Leute sagen, okay, so die Otsutsukis, die geben mir einfach nichts. Am Ende des Tages sind die ganzen Otsutsuki-Charaktere kein Vergleich zu den ganzen Shippuden und Naruto-Classic-Charakteren. Und das meine ich gar nicht mal mit Kraft oder sonstiges, es geht einfach um die Charaktertiefe.
Die Charaktere oder besser gesagt die Antagonisten Naruto waren nicht von Grund auf böse gewesen. Sie hatten alle eine Hintergrundgeschichte und hatten einen guten Grund, warum sie das alles tun. Jeder Manga-Leser oder auch Anime-Zuschauer wusste ganz genau, warum die Charaktere so handeln. Jeder wusste, warum sie das tun, was sie eben tun. Am Ende des Tages waren die Charaktere zwar ähnlich, aber dennoch sehr unterschiedlich. Auch zum Beispiel ein Obito, er wollte eigentlich nur den Frieden. Und die Otsutsukis sind, naja, die sind einfach nur das reine Böse und wollen einfach nur eine Sache. Chakra und dann weiterziehen. Denn das ist, was die Otsutsukis machen, einfach von Planet zu Planet gehen. Das Chakra in einem Divine Tree sammeln, also in den Götterbaum, und dann die Chakrafrucht essen. Nachdem das getan ist, dann geht man zum nächsten Planeten. Am Ende des Tages ist das Ziel, einfach stärker und mächtiger zu sein als alle anderen. Shiba Otsutsuki ist genau das, was gefühlt jeder andere Otsutsuki erreichen will, denn er ist vollkommen geworden und alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Wie ihr merkt, ist das Ganze nicht spannend und die Ziele sind eben sehr einfach gehalten. Chakra sammeln und dann weiterziehen. Dann wieder Chakra sammeln und dann wieder zum nächsten Planeten. Immer und immer wieder. Viele haben ein Problem damit, denn die Charaktere haben eben keine Tiefe. Ich zu meinem Teil muss aber ehrlich sein und euch einfach mal sagen, dass ich damit eigentlich gar kein Problem habe. Wir müssen Boruto als was Eigenes betrachten. Dazu müssen wir einfach damit klarkommen, dass es einfach nicht mit Naruto zu vergleichen ist. Es sind gefühlt zwei verschiedene Animes. Oder Mangas, je nachdem. Ich finde es beispielsweise gut, dass hier eine gewisse Abwechslung mal geboten wird. Und wir mal Gegner bekommen, die das reine Böse darstellen. Nicht jeder Charakter kann und sollte eine deepe Story haben. Denn hier hast du das Problem, dass sich all die Geschichten immer wiederholen, sodass das Ganze nichts Neues mehr für uns ist. Wenn dem Autor nichts einfällt, dann sollte man nicht auf Kampf versuchen, hier sich irgendwas auszudenken. Ich meine, wir kennen doch alle die ganzen deepen Stories der Charaktere aus Naruto Classic oder Shippuden. Sei es Nagato oder auch Itachi. Jedoch sollten auch ihre Geschichten einzigartig bleiben und sich nicht wiederholen. Um mal ganz weit zurückzugehen. Jemand wie Haku hatte auch eine sehr tiefgründige und herzerreißende Geschichte. Kimimarus Geschichte war auch sehr traurig gewesen. Aber es war wirklich eine Kopie von Haku gewesen. Also Kimimarus Geschichte ist zwar traurig, aber hat mir einfach nichts gegeben, weil das einfach eine wirkliche Kopie war von der von Haku. Und da stellt man sich die Frage, wollt ihr das auch in Zukunft haben, dass sich einfach die ganzen Geschichten wiederholen? Ich glaube eher nicht. Daher finde ich es gut, dass man versucht hat, mit den ganzen Otsutsukis mal was anderes zu gehen. Es ist nicht tiefgründig, aber mal einfach. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm. Nun gibt es aber noch den Zehnschwänzigen, der mit Hilfe von Code neue Kreaturen erschaffen hat. Die sind verbunden mit dem Shinju-Baum und haben sich einfach dementsprechend weiterentwickelt. Hier sieht man auch, dass es einige Charaktere gibt, die gewisse Ähnlichkeiten zu anderen Charakteren aufweisen. Ein Klon sieht Sasuke zum Verwechseln ähnlich aus. Nun bin ich mal gespannt, was man damit macht. Versucht man einen ähnlichen Weg zu gehen wie die anderen Otsutsukis oder versucht man was anderes zu machen? Letzten Endes kann ich die Leute verstehen, die kein großer Fan von den Otsutsukis sind. Denn charakterlich ähneln sie sich und heben sich kaum ab. Die neuen Shinju-Kreationen scheinen auch nicht viel anders zu sein als die ganzen anderen Otsutsukis, die wir gesehen haben. Doch hier muss ich sagen, dass mir der Plan der ganzen Shinju-Kreaturen mir gefällt. Ich meine, jeder verfolgt ein anderes Ziel. Es ist einfach, aber es ist gut. Zudem gefällt mir der Plot rund um Kawaki, Boruto, Mitsuki. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ich zu meinem Teil werde weiterhin dem Manga eine Chance geben und ich muss euch ehrlich sagen, der Manga gefällt mir. Daher will ich euch einfach mal sagen, dass ihr auch mal den ganzen mal eine Chance geben sollt. Ihr müsst einfach nur verstehen, dass es einfach eine komplett andere Storyline ist als die von Shippuden. Man darf die beiden Werke nicht vergleichen. Das heißt aber nicht, dass die Serie oder der Manga schlecht ist. Es ist einfach nur was anderes. Mich würde aber interessieren, was ihr dazu denkt. Seht ihr das Ganze ähnlich oder gibt es etwas anderes, was euch stört? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei Seraphin, Adrian, Tim und Fate für die Kanalmitgliedschaft. Ansonsten auch alle anderen, die meine Videos sich anschauen. Zum Schluss gibt es noch zu sagen, danke für euren Support und bis zum nächsten Video, Leute.